Ja, hier sollten wir nicht unbedingt runterfallen. Toll, was mache ich jetzt? Ah, Leiter. Ihn aufhalten, Falter. Unmöglich. Ihn zerstören. Bitte kommen, Artyom. Bitte kommen. Okay, hier sind wir. Warum antworten ihm wir nicht einfach mal? Nur am Schweigen? Nicht gut. Hier runterfliegen. Kontaktzone erreicht. Artyom, okay. Das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Durchhalten. Normalerweise hätten mich die Dämonen schon längst runterholen müssen. Holy shit, die Protoss sind da. Ha. Ein schier endloser Raum. Welche Tür nehmen wir? Ich nehme die. Was in den anderen Türen so ist. Nichts. Aha. Oh shit, ich kann da runterfallen. Holy fuck. Oh nö. Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, der ganze Raum ist eine Plattform. Und anscheinend haben wir nur 4 Ebenen. Einfach durch irgendeine Tür. Oh, anscheinend ist das auch der falsche Weg. Da müssen sich also Plattformen bilden oder so. Keine Ahnung. So halten die uns auf. Spielen einfach mit unseren Gedanken. Ha, hier bin ich gerade runtergeflogen. Nichts. Hier bilden sich überall keine Plattformen. Eine habe ich noch. Ah. Hier kommen wir weiter, aber locker. Komm her. Geht's doch. Okay, was jetzt? Du wirst aufgehalten werden. Nie im Leben. Was zum Teufel sind diese Visionen? Was für ein heftiger Trip. Ihn zerstören. Ihn zerstören. Oh, what the hell? Wieso bin ich jetzt wieder verreckt? Bin dieses Viech einfach reingelatscht. Hätte ich zurückgehen müssen? Anscheinend. Ich habe keine Waffe bei mir. Nein. Der Weg hat sich geöffnet. Der rote Weg ist nicht der beste Weg. Gib auf. Nie im Leben. Ihn aufhalten, Falten. Fuck, nein. Holy shit. Da. Nie den roten Weg gehen. Ich
mich im Kreis. What the hell? Hier ist Licht. Was zum Henker muss ich hier machen? Aha. Ihn abfalten, falten. So einfach geht das nicht. Gib auf. Artyom! Ich falle nicht drauf rein. Gib auf. Weiter geht's. Bloß nicht runterfallen. Immer nach vorne schauen. Immer dieselbe Leier. Ihn aufhalten, halten. Ich komme sowieso nach vorne. Er darf nicht. Ihn aufhalten, halten. Stehen da oben auf der Turmspitze und latschen hier so einen riesigen Weg. Ihn zerstören. Sackgasse? Können hier rüberspringen. Er darf nicht. Holy shit, okay, geschafft. Ne, da ist rot. Rot? Nicht so toll. Er kommt, um uns zu zerstören. Jeden einzelnen von euch. Artyom! Ist es feindselig? Töte es! Um uns zu zerstören. Drücken wir ab. Ihn aufhalten, halten. Komm, das war ein wunderbarer Headshot. Ihn zerstören. Komm schon, du Mistviech. Nicht. Jeder Schuss muss sitzen. Zielsequenz abgeschlossen. Artyom, die Raketen sind unterwegs! Endlich! Hat der Albtraum wohl endlich ein Ende. Wenn's böse ist, tönen sie es. Ein weiser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Wow. Und das war Metro 2033. Wirklich unglaublich. Richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht war der letzte Kampf ein bisschen lame. Aber wir sind da so schön durchgelaufen. Das war schon recht irre. Das ganze Spiel eigentlich. Grafisch macht so einiges her. Bis heute werden Benchmarks mit dem Spiel gemacht. Ziemlich cool. Und natürlich, Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Es ist wirklich genial. Metro ist wirklich ein ziemlich cooler Shooter. Muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt Metro Last Light schon angefangen. Und Metro Last Light ist wirklich ein Ticken lebendiger. Man kann sagen, gut, in den Tunneln, was soll da großartig passieren? Aber die haben es geschafft, irgendwie ein bisschen mehr Atmosphäre einzubauen. Eigentlich sogar die Atmosphäre besser zu machen als in Metro 2033. Und das mag ich wirklich sehr. Das ist wirklich schon super genial gewesen.
Dann bin ich mal gespannt, wie es in Last Light weitergeht. Eines wissen wir ja schon, ein Schwarzer hat überlebt. Und die Geschichte ist auch ziemlich verwoben. D6 wurde natürlich eingenommen. Und wir treffen auf alte Bekannte. Wenn ihr das Let's Play noch nicht reingezogen habt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht es euch unbedingt rein. Denn Metro Last Light müsst ihr einfach gesehen haben. Es ist wirklich Wahnsinn. Die haben wirklich alles, was an dem Vorgänger so ein bisschen öde war, haben die komplett verbessert. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Atmosphäre ist besser geworden. Ich finde sogar das Schleichen ist viel besser geworden, viel, viel effektiver. Wir kämpfen nicht so viel gegen Monster, da ist ein guter Mix auf jeden Fall drin. Ah, naja. Warten wir mal ab, was alles so passieren wird, weil richtig tief in dem Spiel bin ich noch nicht so drin. Aber Metro 2033 war schon ziemlich cool. Ziemlich solider Shooter mit einer super tollen Geschichte eigentlich. Fear the Future. Und da werden wir wahrscheinlich wieder ins Menü geschmissen. Ja, ruhig bleiben. Das waren vielleicht die kürzesten Credits, die ich seit einer Ewigkeit hatte. Wenigstens haben wir ein schönes Menü. Richtig genial. Wahnsinn. Guck grad so, mehr gibt's hier wirklich nicht zu machen. Okay, dann war's das erstmal mit Metro 2033. Wirklich sehr, sehr cool. An manchen Stellen muss ich aber wirklich zugeben, es ist ein bisschen öde. Da passiert sehr wenig. Sicherlich, alles ist düster und das macht auch richtig einen großen Teil der Atmosphäre aus. Aber in Last Light haben wir das Ganze wirklich nochmal verbessert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da passt einfach alles. Das Spiel ist viel, viel stimmungsvoller als der Vorgänger. Deshalb unbedingt mal in Last Light reinschauen, denn es ist wirklich in jeder Hinsicht besser als der Vorgänger. Kann ich nur wirklich so sagen. Okay, das war's erstmal mit Metro 2033. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns natürlich in Last Light und zu allen anderen Let's Plays. Macht's gut, Leute. Danke für euren großen Support. Bye.